Also in der Küche sind beschäftigt 30 Leute, davon sind 15 Köche. Wir schicken am Tag ungefähr 2000 Essen. Wir versuchen jetzt 80% einheimische Produkte zu beziehen. Der erste Grund ist, wir sind Patrioten und schätzen unsere einheimischen Produkte sehr. Aber jetzt haben wir so weit, dass wir eigentlich sehr viel, also fast gar nichts mehr Convenience in der Küche verwenden. Also geschmacklich auf jeden Fall und auch der Bratenverlust ist weniger. Es ist witzig, wenn sobald Kaiserwinkelkalb auf der Karte steht, wird das sicher 50% mehr angenommen. Der Trend geht hin, dass man das moderne Essen mit dem Tiroler Kalb, also mit den regionalen Produkten, ein bisschen verbindet und dadurch dann einen kulinarischen Stellenwert für die Gäste bietet. Unsere Lieferanten sind fast zu 90% aus der nahen Umgebung. Wir arbeiten auch wenig mit Großhandel zusammen, wir arbeiten mit den örtlichen Metzgereien, mit der, wie schon erwähnt, mit der Sennerei zusammen und jetzt auch mit den örtlichen Bauern durch das Projekt Kalbli. Und Regionalität wird in unserem Haus eigentlich wertgeschätzt. Wir auch bei Umbauarbeiten werden immer die nahen Baufirmen in der Umgebung herangezogen, dass man nicht das Geld im Ort lässt.